Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe meiner Albenreihe. Mein Ziel hierbei ist es, immer ein Musikalbum herauszusuchen und dieses zu präsentieren. Das mag mal ein Meilenstein sein, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt. Oder es ist ein unbekanntes Juwel der modernen Musikgeschichte. Vielleicht ist es etwas, das du noch gar nicht kennst oder etwas, das dir ganz neue klangliche Betätigungsfelder eröffnet. Ich hatte in meinem Leben mehrmals vollständig meinen Geschmack bezüglich musikalischer Stile geändert. Nun, in Wirklichkeit ist es so, dass man vielleicht seinen musikalischen Ausblick erweitert. Man hört nicht für immer auf, ein bestimmtes Genre zu hören, aber manchmal landet es bei mir für einige Jahre im Regal, während ich mich vollständig in eine ganz andere Gattung Musik vertiefe. Erstaunlich ist aber, wie wenig manchmal nötig ist, einen so gewaltigen Kurswechsel herbeizuführen. Wenn ich an musikalische Genres denke, also Richtungen, die mich wirklich lange beschäftigt haben, ist es doch erstaunlich, wie klein der Anlass dazu war. Manchmal hört man als junger Mensch etwas in einem Lokal und fragt die Person hinter dem Tresen, was das ist. Und von da an ist man 5 Jahre beschäftigt, das Gesamtwerk einer bestimmten Band zu erkunden. Na gut, das ist sicher schon 20 Jahre her, seit ich das letzte Mal interessante Musik in einem Lokal gehört habe. Aber ich bin sicher, einige andere Anlässe für Neuentdeckungen sind noch funktionsfähig. Ich finde es zum Beispiel spannend, welche Musik sich Leute in Autos anhören. Das Auto ist normalerweise einer dieser Orte, wo musikalisch keine Demokratie herrscht. Sprich, der Fahrer entscheidet, was läuft. Das ist aber recht spannend. Diktatur in der Kunst ist immer spannend. Da ist man auch mal gezwungen, sich etwas anzuhören. Okay, ich gebe zu, dass ich es vermutlich mental nicht aushalten würde, stundenlang in einem Auto zu sitzen, wo Blur oder Coldplay läuft. Entschuldigung, ich glaube, ich habe ein wenig in meinen Mund erbrochen. Wechseln wir also lieber das Thema und beschäftigen uns mit einer wahren Wonne für die Ohren. Für Autofahren gänzlich ungeeignet, da viel zu leise dafür, außer du fährst ein Elektroauto und deine Anlage ist mega. 1000 Years war das Debütalbum der britischen Band TUU oder TUU oder TUU. Die CD ist reine und vor allem unverdünnte Ambientmusik. Und es gehört zu den besten, das Ambient zu bieten hat. TUU ist das Musikprojekt von Martin Franklin. Bei ihrer Entstehung war das Projekt ein Trio bestehend aus dem Flötenspieler Richard Clare und Michael O'Dempsey an den Synthesizern und Franklin selbst, der hierbei eine sehr große Bandbreite an Trommeln und allerlei perkussiven Objekten spielte. Das Debütalbum erschien in Deutschland, genauer gesagt in Düsseldorf bei dem progressiven Label SDT. Die erste Edition kam in einer Auflage von 500 Stück in einer Holzschuberbox heraus, die sehr gut zu der Atmosphäre des Albums passte. Jede Ausgabe hatte eine eigene Nummer. Hier ist es die Nummer 93. Aber ich erinnere mich, dass ich damals so begeistert war, dass ich gleich 10 dieser CDs gekauft hatte und diese im Verlauf der kommenden Jahre an Freunde verschenkt habe. Ich meine, das hier ist die eine CD, die niemand weiterschenkt, denke ich. Es ist einfach zu cool, sowas im Musikregal zu haben. Ich war vom ersten Augenblick an erstaunt, wie diszipliniert der Sound war. Das hier ist die ultimative Cannabis-Musik, die für keine Sekunde nervt. Also wenn man sich auch noch mit jemandem unterhalten möchte, kann man mit dem Album nicht falsch liegen. Hier muss man anmerken, dass bei den meisten Musikstilen sowas eher abwertend klingen würde, wenn man sie als Hintergrundmusik empfiehlt. In der Welt von Ambient ist das aber kein Tabu. Dafür hat Brian Eno schon vor 30 Jahren gesorgt, als er sein Ambient Manifesto schrieb. Ambient darf ruhig als akustische Tapete verwendet werden. In der Ambient-Welt ist das nicht verpönt. Diese Musik wurde schon immer als Begleitelement für Maler, Grafiker oder Schriftsteller eingesetzt. Es ist der perfekte Soundtrack, der auch einen faden Arbeitstag am Computer zu etwas ganz Besonderem macht. Doch es lohnt sich natürlich, das Album aktiv und bewusst zu hören, denn es ist ein ausgewogenes Meisterwerk der Zurückhaltung. 1000 Years wird man in E-Shops, aber auch in Plattenläden oft unter der Kategorie New Age Musik finden. Was mir persönlich aufstößt, ich habe in 30 Jahren noch kein einziges gutes New Age Album gehört. Und ich habe es mehr als genug versucht. 1000 Years ist aber keine New Age Musik, es ist reinstes Ambient. Doch auf der Seite des Genrespektrums, das Anfang der 90er Jahre in der Underground-Welt sehr angesagt war. Ich glaube, man nannte es eine Weile Tribal Ambient, aber heute bezeichnet man das eher Organic Ambient. Vertreten vor allem von OUK Conjugate aus Schottland, aber natürlich auch Steve Roach.
Aber das ist alles relativ unwichtig. Das Album steht für sich selbst als eine akustische Meditation über Raum und Zeit und Fernweh. Mit atmosphärischen Titeln wie Body of Light, Exile, Sandgarden oder Fetish entsteht eine minimalistische Welt, die sich auch nach 50 Mal Durchhören weigert, sich abzunutzen. Und das Eponym des Albums 1000 Years ist eines der besten Musikstücke, die es im Ambient gibt. Das ist ein echtes Meisterwerk. Der Sound ist sehr analog und sehr akustisch. Dabei sind in den meisten Stücken Synthesizer vorhanden, doch auf eine so charmant zurückhaltende Art und Weise. Ganz im Sinne von weniger ist mehr. Die Erstauflage hat damals aus 6 Musikstücken bestanden. Heute wird man die kaum noch irgendwo kriegen. Doch der Vorteil der darauffolgenden Ausgaben dieser CD ist, dass sie 2 zusätzliche Lieder drauf haben oder Stücke. Breath und High Places. Das ganze Album ist ein Glanzstück des Ambient-Genres und sogar innerhalb dieses Projekts selbst nie richtig übertroffen worden. Obwohl die anderen 2 Alben alle sehr gut sind, aber nicht so gut wie das Debüt. Somit ist meine Bewertung hierbei sehr eindeutig und muss kaum erwogen werden. 5 Sterne. 1000 Years von TUU aus dem Jahr 1992.